Hallöchen, wir sind mal wieder zurück mit einer kleinen Quizshow. Heute mal nicht von anderen YouTube-Kanälen geklaut, zumindest nicht meines Wissens. Wir spielen heute Weniger ist mehr. Und das geht folgendermaßen. Nicht geklaut? Nein. Okay. Na gut. Ich werde euch immer ein Wort nennen, ein recht einfaches Wort, und das müsst ihr dann erweitern um mindestens einen Buchstaben. Inwieweit das sinnig ist, das wird sich zeigen. Ihr könnt das Wort also weiter erweitern. Es ist mir davor, ob ihr dabei egal, ob ihr was davor schreibt, dahinter oder beides. Und ihr habt immer nur 20 Sekunden Zeit. Solltet ihr nach ein oder zwei Runden sagen, das ist zu kurz, würde ich mich auf 30 breitschlagen lassen. Aber es geht natürlich darum, dass man re doch relativ spontan eine Antwort finden muss. Euer Wort werde ich dann immer bei Google eingeben. Und einen Punkt bekommt derjenige, der am wenigsten Treffer dabei Trefferpunkt. hat, allerdings mehr als null. Also ihr könnt da nicht einen Kauderwelsch machen und dann sagen, ha, ich habe null. Dann gewinnt notfalls sogar jemand, der 20 Millionen Treffer hat, wenn die anderen beide null hätten. Und ich bitte euch, das in die Dateien einzutippen. Das geht darum, dass halt, während ich das erste überprüfe, dass ihr da nicht noch weiter überlegen könnt. Also Zeile 1a, schätze ich mal. Ganz genau. Und dann Okay. sage ich euch mal das erste Wort und starte dann die 20 Sekunden. Wie Das viele Worte dürfen wir hinten dran packen oder vorne dran packen, so viele wie wir so viel wollen? Buchstaben, wie du willst. Ich gebe euch den Tipp, macht wirklich nur ein Wort, weil wenn man zwei Worte in Google eingibt, dann kommen meistens mehr Ergebnisse raus, weil er dann nach beiden sucht. Also ich Weil es würde. ist eine Oder-Verknüpfung, ja. Ja. Also du gibst es so ein und dann ist es eine Oder-Verknüpfung, ja. Ja. Deswegen, ich würde euch tippen, nur ein Wort draus zu machen. Aber es ist mir Okay. egal, ob ihr davor, dahinter oder beides sogar was erweitert. Ach so, aber wir dürfen auch davor. Okay. Ja. Und das erste Wort, das ich euch nenne, ist Haus. 2, 1, 0. Bei Fjalk sehe ich noch nichts. Geh bitte aus der Zeile raus, damit ich es auch sehen kann. Danke. So, ich sage euch immer, was rauskommt. Ihr dürft es euch dann bitte merken, damit ich mir es nicht merken muss. Und dann wisst ihr am Ende, wer gewonnen hatte. Der Fjalk hat gesagt, Hausgemeinschaft. Ja. Hausgemeinschaft hat 576.000 Ergebnisse. Dann haben wir den Stormy mit dem Instant House. Instant House, das ist gar nicht mal schlecht. 19.400 Ergebnisse. Okay. Und der Bacon Oh. hat natürlich Hauspenis. Wow, nein, komm schon, ernsthaft? Hauspenis Wie gibt 51.000 Ergebnisse. Und damit hat meines Wissens viele? der Stormy einen Punkt bekommen. Aber mein Hauspenis hat mehr Treffer. Ach, egal. Ja. Wow. Einmal Rundumschlag. Gut. Kommt ihr mit 20 Sekunden Ja. zurecht? Okay. Ja, das gibt einem ordentlich Stark. Druck, aber das ist doch gut. Gut. Dann Wie viele Runden spielen wir eigentlich, wenn ich mal so blöd fragen 15. darf? Okay, Aber zwei, das geht ja okay. recht schnell immer. Von Ja. daher. Das zweite Wort, das ich euch nenne, ist Meer, wie der Ozean mit Doppel-E. 2, 1. Null. Geht bitte aus den Zeilen raus. Ups, vertippt. Entschuldigung. Scheiße. Das eine R ist ein I Geht aus den natürlich. Zeilen raus, bitte. Ich kann eure Ich Ergebnisse nicht bin aus der sehen. Zeile raus. Interessant. Ich Du auch. bist noch in der Zeile drin. Was ist das denn? Nicht übernommen. Vielleicht war ich in der Zeile drin, weil ich entschuldige mich, tippt es nochmal ein für alle. Oh, jetzt hast du von mir gelöscht. Ja, Entschuldigung, Ja, bei mir ich auch. merke es mir, ich muss aus der Zeile Einmal mit rausgehen. Profis, Shadow. Einmal mit Profis, Ja, ich sag's dir. so, gut. Dann fangen wir wieder beim Fjalk an. Ich gehe immer, der hat. Ist das Meer Lee? Soll das so sein? Okay. Oh, er hat gewonnen. Ich glaube, er hat gewonnen. Das muss ja nicht unbedingt Sinn Oh, ergeben. Scheiße. Hätte ich auch mehr clean machen können als Wort, weil es gibt sicherlich Treffer. Ich weiß nicht, was Merli ist, doch es gibt Seepferdchen, die heißen so. Merli hat 89.900 Ergebnisse. Oh, Was? Was sind das denn? Scheiße, das wäre voll gut gewesen. Ich hätte mehr clean machen sollen. So, dann Oh. haben wir von Stormy
das gute Biermeer. Biermeer hat 90.300 Ergebnisse. Scheiße! Und der Bacon hat heute, glaube ich, eine... Nein, also ich wollte dieses Mal nicht mehr Penis nehmen. Ja. Das war mir schon klar. Ja, auch nicht Penis mehr. Und ich dachte, mehr Busen gibt es. Aber mehr Brüste hat sicherlich auch Treffer. Ja. Außerdem, ich bin Mann, ich will immer... Ach, egal. Ja, wow. Bei mehr Brüste gibt es sogar 1.030.000. Ach, scheiße. Du hast das Wort Brüste mit reingenommen. Was willst du erwarten? Also bitte. Damit hat Bier mehr gewonnen. Das ist ein Punkt für Fjalk. Nee, dann hat hier Merli gewonnen und das ist ein Punkt für Merli. Fjalk. Ja, ja meine ich ja. Ist ja fast dasselbe. So. Ach, oh, scheiße. Wieso kam man hier auf die Idee, auf mehr Clean, den Modelleisenbahnhersteller, halt komplett falsch geschrieben? So, diesmal bin ich aus der Zeile rausgegangen, damit das nicht wieder passiert. Am nächsten Wort bin ich sehr gespannt. Das Wort lautet Sex. Oder wie meine Oma sagt, ach, Sex. 2-1-0. Gut. Sehr gut. Ich habe es nochmal in der letzten Sekunde geändert. Ja, habe ich gesehen. Gut, dann schauen wir mal. Der Fjalk hat Sexum genommen. Sexum, shit. Es hat 158.000. Oh, scheiße. Storm. Ich komm nicht niedriger. Stormy hat Mist Sex. Es hat 342.000. Ich wusste es. Scheiße. Weil Mist Nebel. Ah. Ja, und. Ich habe zu spät dran gedacht, ja. Und ich habe am meisten Treffer garantiert. Der Beck hat den Sexonkel. Oh no. Das hat 1.760.000. Ja, ich hatte erst Sextant, aber dann dachte ich mir, nee, und dann Sextante war dann erst meine Idee, dann dachte ich mir, ach, vermutlich klappt das auch nicht. Und dann nimmst du einfach was und dann hatte ich keine Zeit mehr. So, hey, willst du wissen, was der Sextant gehabt hätte? 3,6 Millionen. Ja, ja, das ist ja dieses Ding. Das heißt, Sexum war der Gewinner, wenn ich es richtig im Kopf habe, also der Fjalk. Ja, 158. Ja, gut. Kommen wir zum... Vielleicht sollte man das Spiel das nächste Mal so spielen, die Wörter müssen im Duden vorhanden sein. So macht doch viel mehr Spaß. Ja. Das nächste Wort, das ich für euch habe, ist Mund. 2-1-0. Ah, shit! Ach, egal. Okay, dann bin ich mal sehr. Ich habe eine Frage. Ja? Darf ich auch das Wort davor und danach was machen? Oder ja, nur davor oder... Nein. Okay. Okay, dann hätte ich was viel besser. Egal. Gut. Wir fangen bei Fjalk an. Mund-Q. Also einfach nur Q dran gehangen. Ich dachte, ich packe mal einen Buchstaben ran, der nicht so oft... Ja, Mund-Q ist ein Laden in Brasilien. Es hat 66.100 Treffer. Der hat gewonnen. Ich habe nämlich gerade schon meins gegoogelt, nachdem die 20 Sekunden rum waren. Ich bin weit drüber. Ja, du hattest aber vermutlich etwas Ähnliches versucht. Du hast nämlich Mundi genommen. Ja. Mundi hat 54.800. Hä? Was? Bei mir sind es 52 Milliarden, Millionen. Ja, es sind 54 Millionen 800.000. Entschuldigung, echt? Da habe ich mich ja gerade, ja. Ja, okay, jetzt habe ich 54 Mille. Ja. Deswegen lasse ich auch nicht verschiedene Leute googeln. Es gab mal was Ähnliches auf dem YouTube-Kanal mit den meisten Treffern. Und da hatten die Leute auch unterschiedliche Zahlen. Deswegen habe ich euch nicht selber suchen lassen, sondern suche von einer zentralen Stelle aus. Und was ist mit deinem Kopf los? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast die Mund-Penis-Pumpe. Ja. Was? Oh Gott. Bacon. Ja, ich hab gewonnen. 582 Treffer. Jetzt! Das Lustigste, der erste Treffer steht als Überschrift, also es geht um den La-Party-Treff. Suchbe oder Überschrift. Fickmutti Gengenbart, Spritzenanwendung im Spermamund. Lustigerweise, wenn ich gerade dieses Wort google, bekomme ich sogar noch 5 Ergebnisse angezeigt. Ja, da sehen wir mal, was für ein versauter Mensch ist. Ja. Ich freue mich, dass das nicht in meiner Google-Suchverlaufsdingsbums. Ja, braucht. Schön. Gut, dann gehen wir doch etwas mit weniger verwehrlichen Werflichen weiter. Ich gehe aus der Zeile raus.
Das nächste Wort ist recht einfach. Auto. Und Ende. Keine Ahnung. Gut. Stormy hat nicht auf meinen Tipp gehört, wo ich gesagt habe, zwei Wörter sind wahrscheinlich Ich will es mal versuchen. Gut. Ich wollte es mal versuchen. Fjalk hat Pautol. Pautol hat 7660 Treffer. Ja. So. der Stormy hat automatischer Blasebalgverzierer. Was? Das ist gar nicht wahr. Klimaneutral. So, jetzt habe ich eine Frage. Google sagt, willst du wirklich danach suchen oder willst du es... Ah, nee, er hat es auseinandergenommen, weil er schlägt mir vor, es auseinanderzuschreiben. Für autischer Blasebalg, neues Wort Verzierer, gäbe es 7 Treffer. Allerdings wurde es zusammengeschrieben. Da klicke ich jetzt drauf. Stattdessen suchen nach dem, was Stormy gesagt hat. Und dafür gibt es 0 Treffer. Was? Du hast es jetzt zusammen oder auseinandergenommen? Zusammen. Automatischer, neues Wort, Blasebalgverzierer gibt 0 Treffer. Luftbild. Weil, wenn ich es nämlich zusammenschreibe, habe ich die 8 Treffer. Bist du sicher, nicht sicher, dass er nicht sagt, willst du stattdessen suchen nach? Ergebnisse für automatischer Blasebalgverzierer auseinandergeschrieben. Stattdessen suchen nach automatischer Blasebalgverzierer. Zusammengeschrieben. Und wenn ich da draufklicke, komme ich auf 0 Treffer. Und nur wenn es getrennt ist, Blasebalgverzierer, dann gibt es 7 Treffer. Also wenn ich das so eingebe, wie ich es da reingeschrieben habe, per Copy-Paste, bekomme ich 8 Ergebnisse. Bist du sicher, dass Google es nicht automatisch umwandelt? Ja, ich habe Copy, Paste, es sieht genauso aus wie in der Zeile. Ich drücke auf Enter, 8 Ergebnisse. Ja, das tut mir leid, weil ich habe gesagt, es zählt das, was ich bei mir sehe. Ich bekomme zwar auch die Ansagen hier, Ergebnisse für getrennt suchen oder stattdessen suchen nach dem, aber... Ja, also wenn ich zusammenschreibe gehe... Sagt er, das sind Ergebnisse für automatischer, neues Wort, Blasebalg, neues Wort, Verzierer. Da sind 7 Treffer. Stattdessen suchen nach automatischer Blasebalg, Verzierer, wobei hinten das zusammen ist und dann komme ich auf 0. Damit hatte, glaube ich, wir haben ja noch den Bacon, gar nichts mit Sex. Er hat den Autobahnpolizeimeister. Wohlgemerkt, alles zusammengeschrieben. Ja, das sind 2 Ergebnisse. Mhm. So oder so habe ich gewonnen. Ja, das ist ein Punkt für den Bacon diesmal. Gut, aktuell Stormy 1 Punkt, Bacon 2 Punkte, Fjalk 2 Punkte. Autobahnpolizeimeister? Ja. Ja, alles als ein Wort. Und dann bei geht war auch automatisch hier Ergebnisse für Autobahnpolizeimeister auseinandergeschrieben und stattdessen suchen nach Autobahnpolizeimeister. Ja, und wenn ich nur nach Autobahnpolizeimeister suche, habe ich 2 Treffer. Ja, auseinandergeschrieben wären es 331.000 gewesen, aber zusammen sind es 2 Treffer. Okay. Gut, das nächste Wort. Stadt mit DT. 1 und Ende. Gut. Dann schauen wir mal, was da rauskommt. Die Leute werden auf jeden Fall kreativer. Fjalk hat AC Stadt. Keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht, ich frage mal Google. Ja, gibt es auf jeden Fall 18.100 Treffer für. Stormy hat die Stadtanstalt. Wow. 640. 580? Okay, gut. Und der Bacon hat die Stadtverpestung. Ja, keine Ahnung, was das sein soll, aber wir haben ja... 32. Was? Der Drecksack, das gibt's doch gar nicht. Ja, die... Aber einmal so ein niedriges Ding und der klatscht noch ein niedrigeres Ding rein. Ja, das ist ein weiterer Punkt für Bacon.
Gut. Muss ich mir merken, ich muss demnächst eine Seite zur Stadtverpestung machen. Das Keyword, ich glaube, das ist echt, da kannst du dich ganz schnell nach oben pushen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, in das nächste Wort Das Geilste ist ja der zweite möchte Treffer. der Stormy jetzt den Bacon gerne schicken. Das nächste Wort ist nämlich Hölle. 2, 1, 0. Gut, dann haben wir hier vom Fjalk den Höllefrieden. Oh. Höllefrieden hat 764 Ergebnisse. Krass. Stormy hat die Höllenkacke. Das hat viele. Nein, Es hat nicht bei Twitter. 108. Ja, das deckt sich mit dem, was ich habe. Sage Und doch, sind viele. dann haben wir vom Bacon die Ja, das ist nicht gut. Das ist. Höllenanbetungsfibel. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, wie man viel schreibt. Das hat wahrscheinlich keinen. Es hat leider null Treffer, ja. Und wenn du es mit IE schreibst, ich bin mir nicht sicher, wie man Fibel schreibt. Dann Ja, müsste es. auch, Ja, nee, egal. Ja. somit. Damit hat er, glaube ich, die Höllenkacke gewonnen. Ist das richtig? Ja! Ja. Die Höllenkacke kann nur gewinnen, Mann! Gut, damit kommst du wieder ein bisschen näher dran. Geh bitte aus meiner Zeile raus. Schon dabei. Dankeschön. Und das nächste Wort, das ich für euch habe, Deutsch. Und Ende. Bei Stormy sehe ich noch nicht. Ich sehe bei euch Ich beiden habe es noch nicht, nicht. falsche Zeile. Ich hab's. Ich glaube Ist euch da. egal, ich habe da nichts gefunden. Siehst du es Von jetzt? Ja. Daher. Okay, das hat sich beim ersten Mal, als ich rausgeklickt habe, irgendwie gelöscht wieder. Gut, der Fjalk hat Deutsch Jail. Okay. Was? Was? Das ist ein ganz normales Wort, das es bestimmt bei Google gibt. Ja, das gibt es 6380 Mal. Was? Wer schreibt denn so einen Quatsch? So, bei Stormy bin ich sehr gespannt. Der hat nämlich Deutscher und Bus 6000? Okay. auseinandergeschrieben. Das sind mehr. Das sind 32 Millionen. Bei Deutsch Jail komme ich auch auf 63 Millionen. Verrückterweise. In einem Wort? Ein Ah, Wort okay. sind nämlich nur 6380. Hat nochmal nachgeguckt. Was ist das Wort? Deutsch? Und dann Jail Jail. wie Gefängnis. Gefängnis. Bloß Ja, aber. da komme ich auf ein sehr satanisches Ergebnis mit 6666 Ergebnissen. Ja, Ja, ist mal dran. in 0,66 Sekunden? What the fuck? Ja. Deutscher Bus hatte, wie gesagt, 32 Millionen und der Deutschunterricht Ja, egal, mir ist nichts hat eingefallen. 3.380.000. Damit hat der Fjalk mit dem Deutsch Jail gewonnen, diese Runde. Ja, sag das mal dreimal, scheint er dann noch. Sehr teuflisch, der Mann, sehr teuflisch, ich sag's euch. Was denn? Ich kann nichts Ja. dafür, dass Google da komische Sachen mitmacht. Gut, dann kommen wir auch zu etwas sehr Schönem als nächstes Wort. Gift. Oh, Englisch, Geschenk. Und Zeit ist vorbei. So, ich fange diesmal mal an beim Bacon. Vergiftungsanzeichen. Glaube ich eher, Ich das ist dachte, etwas, was viele Leute suchen wollen. aber Anzeichen von Vergiftung. Nicht als, ich glaube, dass als ein Wort Vergiftungsanzeichen ist, glaube ich schon. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Das hat 6.910. Da bin ich zufrieden mit. Stormy hat Giftraserei. Oh, Es hat Das ist nicht Gift, aber ist ja egal. 30. Bei mir 21, aber okay. Ja, und der Fjalk hat Gift, scharfes S. Gift. Ernsthaft? Ja, ich dachte, Als das, ein Wort, oder? ich muss ja dieses Englische irgendwie austricksen. Ja, wahrscheinlich Fang jetzt was an. hat wahrscheinlich nicht so gut geklappt, denn anscheinend machen das viele, schreiben das absichtlich falsch. Denn das hat 10.400 Treffer. Ja. Ja, die Ted-Story. Mit der Yay! Giftraserei. Damit haben wir die wunderbare Top. Situation, dass alle drei Punkte haben nach neun Ja. Wörtern. Ich hoffe, ihr hört draußen nicht immer die ganze Zeit, wie die Kinder geschlachtet werden, weil ich Nee, glaube, das doch, Spiel spielt er ab nicht. und zu Zum hört ersten, ich man habe das zum ersten Mal gehört, aber das haben sie bestimmt verdient. Ja, und glaube ich auch. Ja, doch wahr. Ja. Passend dazu, wir alle mögen das ja, wenn draußen kleine Kinder sind. Das nächste Wort ist Liebe. Und Zeit vorbei. Ich weiß nicht, was ich da machen wollte. Ich bin, so weit bin ich gekommen. Ich weiß nicht, wo es mich hingeführt Bei hätte. Stormy sehe ich noch nichts. So, jetzt. Okay.
Ich bin da ja, ne, drück da immer ein Auge zu. So, Bacon hat verlieb Essen. Ja, ich habe lieber halt Ja. komisch aufgeteilt. Verlieb Essen hat 92 Treffer. Yes! Ah, dann hab ich verloren. Stormy hat Liberitis mit 16.400 Treffern. Fjalk, was ist Nusskerliebe? Ich habe angefangen zu tippen und dann wusste ich nicht, wo es hinführt und habe weitergetippt und hast du gesagt, jetzt ist es vorbei und habe ich aufgehört. Ich Gut. weiß selber nicht, wo das hinführen soll, keine Nusskerliebe Ahnung. hat leider keine Treffer. Ja. Damit Ich habe ein Wort hat, erfunden. ja, damit hat der Bacon seinen vierten Punkt geholt. Ich bin sehr stolz auf eure Kreativität. Kommen wir weg von kreativ zu etwas eher grauem. Beton. Und vorbei. Gut. Dann fangen wir diesmal mal wieder beim Fjalk an. Er hat Tour Beton. Beton. Was? Tour Beton hat leider keine Treffer. Oh, schade. Aha. Herr Stormy, ich tippe das so Ich hätte ein. klar Ich getan, ja. weiß nicht, ob das mit Absicht war. Das war mit Absicht. Das bringt Treffer, laut Okay. meiner Anzeige. Betonklotzhausen hat Was? 3.240 Also das ist bestimmt Betonklotzhausen? mit einem M noch hinten. Ja, 3020 Ergebnisse bei mir. 3.240, ja, Das ist nah ist dran. bestimmt eine Minecraft-Mod oder sowas. Nee, eigentlich nicht, aber Und cool. Betonanrührmaschine. Ah, die hat mehr. Soll ich euch einen Screenshot machen? Ich glaube, die Also, hat. sind da Penisse? Es hat Einer? ein Treffer. Alter! Ist Von ja nicht wahr, ey. Hilfe.de, wie heißt nun mal diese Betonanrührmaschine? Ja, also zusammengeschrieben, ne? Auseinandergeschrieben, Beton- und Rührmaschine hätte Ja. 15.300. Das ist der fünfte Was ja auch schon von. eigentlich gar nicht mal ein schlechter Wert ist. Ja. Gut, damit hat der Bacon seinen fünften Punkt. Das Puh. vier Wörter haben wir noch. Das nächste Wort ist unter. Gut, Zeit ist um. Also ich versuche ja momentan auch also Wörter zu nehmen, die man theoretisch auch so in der deutschen Sprache bilden kann. Bei Stormy sehe ich gerade. Nicht so wie Fjalk. Okay. Was denn? Weil die Betonanrührmaschine ist ja mal ein Wort, was du meiner Meinung nach benutzen könntest. Das ist zwar Quatsch, aber ja. So, Bacon hat einen ganzen Roman geschrieben. Ja. Unterschichten-Fernsehaufnahmegerät. Ja. Wow. Ja. Schluckt das die Multivitamintablette? Ja, keine Ergebnisse für Unterschichten-Fernsehaufnahmegerät gefunden. Ah, schade. Hätte man es zwischendurch ein bisschen getrennt, hätte es Ergebnisse bekommen. Ja, aber dann hätte ich vermutlich schon wieder zu viele. So, Stormy hat unter Verrückter. Das gibt es anscheinend Romane für. Auf jeden Fall gibt es dafür 3.390 Ergebnisse. Ungefähr das, was ich auch habe, ja. Und Fjalk hat unter drüber zu. Oh Mann. Ja, Oh. das sind fünf. Wow. Es gibt's doch einfach nicht. Sehr schön. Das war ein Punkt für Fjalk. Aktueller Stand: Stormy 3, Bacon 5, Fjalk 4. Das nächste Wort, das ich für euch habe, ist Sonne. Und Zeit ist vorbei. Da, nimm's doch. Sag mal, willst du mich ver... So, da sehe ich was. Ist es Bei, jetzt ja, drin? beim Banken sehe ich noch nichts. Was? Ah, Entschuldigung. Spackt das gerade ein bisschen? Ich gebe es Nee, ein also und dann ich hatte automatisch gerade vergessen. wieder. Also irgendwie hat er mein Enter nicht akzeptiert. Ich hatte zwar schon dreimal Enter gedrückt, aber. Gut. Der Bacon hat das Sonnenanbetungsstudio. Ja, denke ich mir einfach mal. Sonnenstudio wäre sehr häufig. Sonnenanbetungsstudio. hat Gibt es doch sicherlich Leute. 9.120. Ups, geht Ah, da ja bin ich so. drüber. Da bin ich Herr drüber. Stormy hat Ja. Sonnenheiße, das hat 106.000 Treffer. Das. Bei mir 16.300, aber wäre trotzdem drüber. Ist egal. Und Höchstens ja Shadow manchmal um Faktor 10 verliest er sich. Also. nee. Ja. Und Wir brauchen Fjalk hat Sonne kaputt. eine Es hat 10.900. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was das Sonnenanbetungsstudio hatte.
9000 irgendwas. Ich teste nochmal, ja. Sonnenanbetungsstudio hat die wenigsten Treffer. Das ist also wieder. Aber auch in ihrer Nähe. Ja. Jetzt hat der Bacon einen weiteren Punkt bekommen. Zwei Sachen haben wir noch. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr da macht. Ich gehe wieder aus der Zeile raus. Das nächste Wort für euch ist Penis. Wahrscheinlich wird der Bacon Penis Penis machen. Du kennst mich nicht. Noch fünf? Ich hab's schon mal gesucht. Weißt du, mir sehe ich noch nichts. Wir fangen bei Fjalk an mit Penis. Penissen. Was? Was? Penissen. Penissen. Das ist ja noch Penissen. Sowas wie Prinzessin nur Penissen. Er hat 241.000 Treffer. Okay. Das stimmt nicht mit dir, Internet. Stormy hat Penismauler. Es hat 247 Ergebnisse. So. Jetzt okay, ich bin auf Bacons. Ist nicht Penis, Penis. Komm, das ist unkreativ. Ja. Bacon hat Penis, 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 Penis. So. Sechs Penen. Ja. Sechsmal Penis miteinander. Und bei mir hat das weniger Treffer als Stormy. Aber kann natürlich sein, dass es bei dir mehr hat. Ja, ist anscheinend auf Reddit beliebt. Es hat 167 Treffer. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, komm, Penis, Penis. Also so unkreativ bin ich nicht. Ja. Wow. Das war aber ja. Penis, 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 Penis ist sehr viel kreativer. Ja. Du musst echt viel mehr schreiben. Ja. Gut, ich habe noch ein Wort für euch. Also der Bacon hat schon gewonnen. Stormy kann mit dem letzten Wort noch mit Fly gleichziehen für einen geteilten zweiten Platz. Dann gibt es ein Stechen. Okay. Das letzte Wort, das ich für euch habe, ist Uhr mit H, also wie die Uhrzeit. Und vorbei. Okay, nee. Ja, das darfst du nicht mehr ändern, Bacon. So. Nee, das will ich. Oh, das will ich auch gar nicht ändern. So, der Bacon hat die Hurenmanufaktur. Ja, und wohlgemerkt, genau nach dem Wort suchen, ne? Ja. Das hat drei Ergebnisse bei mir. Bei mir? Alle in der Schweiz. So, Stormy hat zwei Wörter. Urinstinkt, neues Wort Omega. Das hat 11.800. Immerhin. Und Fjalk hat Chlorum. Das hat 25 Ergebnisse. Das heißt, die Hurenmanufaktur gibt Bacon den achten Punkt. Yes! Damit kommen wir zum Endergebnis. Stormy hatte leider nur 3 Punkte. Ganz knapp geschlagen vom Fjalk, der 4 hatte. Und der Bacon hat gewonnen mit 8. Sehr verdient mit Penis, 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 Penis. Penis. Ja, war ich echt kreativ. Ja, gut. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig mit uns lachen. Und danke fürs Zuschauen und sagt bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.